In den Räumen der Sparkasse Haltern ist derzeit eine neue Ausstellung des Lippe-Verbandes zu sehen. Am Dienstag, dem 14. Januar, wurde sie eröffnet. Die Ausstellung zeigt Bilder der Rubriken Technik und Umwelt. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass der Lippe-Verband nicht nur ein Wasserwirtschaftsverband ist, der irgendwo tätig ist, sondern wirkliche Mehrwerte für die Region und auch für die Stadt Haltern am See bringt. Nicht nur mit der Baustelle Hallimar, sondern durch guten Hochwasserschutz, durch vernünftige Klärung des Abwassers und durch viele ökologische Projekte für den Klima- und Umweltschutz. Haltern am See ist der erste Ausstellungsort, in der die neue Ausstellung gezeigt wird. Darüber freute sich Bürgermeister Bodo Klimpe. Ja, wir sind natürlich als Lippe-Anrainerstadt auch Mitglied des Lippe-Verbandes und wir haben ja hier auch auf unserem Stadtgebiet in Lippramsdorf eine riesengroße Baustelle an der Lippe und deswegen freue ich mich, dass hier wir die erste Stadt sind, wo es diese Wanderausstellung gibt und dass sie hier eröffnet wird. Es geht eigentlich darum, dass also der Lippe-Verband nochmal darauf aufmerksam macht, was er für eine Aufgabenstellung hat. Denn wir haben eigentlich alle jeden Tag mit dem Lippe-Verband zu tun, spätestens dann, wenn wir die Toilettenspülung benutzen. Neben vielen Bildern von der Lippe wird auch das Deichsanierungsprojekt Hallimar in Haltern-Lippramsdorf eindrucksvoll dargestellt. Durch die Bandbrücke wird die Belastung der Umwelt durch das Projekt auf ein Minimum reduziert. Da haben wir ja versucht, möglichst ökologisch vorzugehen und viele Lkw-Fahrten einzusparen, indem wir ein Förderband über die Lippe spannen und damit dann die direkten Baumassen auch transportieren können. Und das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie man auf der einen Seite wirtschaftlich vorgehen kann, auf der anderen Seite aber auch möglichst wenig Zumutungen den Bürgerinnen und Bürgern angedeihen lassen muss. Wenn Sie sich beispielsweise die Lippe-Mündung in Wesel anschauen, wie das alles aussieht und sich entwickelt hat, wenn es denn erstmal fertig ist, das ist schon sehr beeindruckend. Wir geben also praktisch, wenn man so will, die Lippe der Natur zurück. Und da wird in der Tat viel Geld investiert, aber es ist auch gut angelegtes Geld, weil es natürlich auch für unseren Klimaschutz sehr wichtig ist. Die Ausstellung kann bis zum 5. Februar während der Öffnungszeiten der Sparkasse Haltern besucht werden.